Verzweifelt betet sie, dass Gott ihr eine Idee gibt, wie sie die Giftprobe und damit das Töten unschuldiger Gefangener verhindern könnte. In diesem Moment rennen Janie und Okin auf sie zu. Im Wald hätten sie die Schreie eines Babys gehört. Aufgewühlt eilt Mary mit ihren beiden Adoptivkindern davon. Plötzlich leuchtet ihr Gesicht auf. Sie hat eine Idee. Der Tod meines Sohnes Etem muss gerecht werden. Sein Geist wird nicht eher ruhen, bis die Person, die den Fluch auf ihn gelegt hat, gefunden ist. Die Giftprobe wird es nun zeigen. Halt! Hört sofort auf! Mars Lessur, du sollst dich nicht ständig einmischen und stören. Geh! Aber ich versuche, dich von etwas abzuhalten, was du hinterher bereuen wirst, Häuptling Edem. Hier, sieh dir das Bündel in meinen Armen an. Ein Baby? Was soll das? Das ist ein Zeichen. Es ist ein Baby, das im Wald lag. Und Gott hat es beschützt vor den Leoparden, Panthern und Schlangen. Es lag allein und hilflos im Busch. Und unser himmlischer Vater hat es gerettet, um uns zu zeigen, dass jedes Leben für ihn wertvoll ist. Und er möchte von uns, dass auch wir Leben schützen und nicht töten. Und tatsächlich kann Mary nach langem Hin und Her den Häuptling und seine Krieger davon abhalten, die Gefangenen der Giftprobe zu unterziehen und unschuldige Menschen aufgrund der abergläubischen Tradition zu töten.